Ich habe wieder jede Menge Brettspielneuheiten gespielt und ich habe euch heute wieder 7 Spiele mitgebracht. Und von diesen 7 Spielen möchte ich euch kurz berichten. Ich möchte euch kurz erzählen, ja, worum es in den Spielen geht und wie mir die Spiele gefallen haben, wie ich das so erlebt habe, diese Spiele gespielt zu haben. Und das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Souvenirs aus Venedig. Souvenirs aus Venedig ist ein kleines Oink-Game. Ein neues Oink-Game. Oink-Games zeichnen sich quasi immer dadurch aus, dass sie hier so eine super kleine Schachtel haben und dass man für so eine kleine Schachtel doch relativ viel Spiel bekommt. In Souvenirs aus Venedig geht es darum, wir sind in Venedig im Urlaub, haben aber vergessen, ja, Souvenirs mitzubringen. Und jetzt müssen wir kurz, bevor wir zum Flughafen fahren, nochmal ganz schnell durch die Kanäle schippern und das ein oder andere Souvenir einsammeln. Das Ganze ist ein Set-Collection-Spiel, bei dem wir so ein Raster aus kleinen verdeckten Plättchen haben. Das sind quasi die Souvenirs. Und ja, zwischen diesen einzelnen Plättchen ist dann immer Platz. Das ist dann der Kanal und dort können wir mit unserem Boot schippern. Und dann funktioniert es so, dass wir am Anfang unseres Zugs erstmal ein Plättchen aufdecken müssen. Wenn wir das nicht mehr können, wird das Spielende ausgelöst. Und dann können wir mit unserer Gondel uns bewegen. Und am Ende unseres Zuges oder am Ende unserer Bewegung können wir dann entscheiden, wollen wir dort ein Plättchen angrenzend kaufen? Wollen wir vielleicht ein Plättchen verkaufen? Und ja, müssen dann quasi entscheiden, welche Sets wir sammeln wollen oder welche wir ja wieder abgeben wollen. Und diese Sets sind dann unterschiedlich viele Punkte wert. Man muss dann so ein bisschen seinen Gegner in die Irre führen mit, ja, welche Sets man sammelt und welche man vielleicht eher nicht sammelt, damit er nicht genau, ja, einem die Sets, die man benötigt oder die Souvenirs, die man benötigt, vor der Nase wegschnappt oder, ja, damit er einem vielleicht welche hinlegt, die man besonders gut findet. Und dann geht es eigentlich darum, ja, am Spielende im Flughafen zu sein, 2 Sets dabei zu haben, denn man kann maximal 2 Sets besitzen, dadurch, dass man nur 6 Münzen hat und jedes Souvenir kostet im Grunde genommen eine Goldmünze. Und ja, da möchte man natürlich die wertvollen Sets gesammelt haben. Ja, ist relativ unaufgeregt, das Spiel ist so ein bisschen, ja, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Guckwal, das ja auch von Oink Games ist, aber ein bisschen weniger kompliziert. Ich finde es ein bisschen leichter, ein bisschen eingängiger. Das Ganze, würde ich sagen, ist ein schönes Familienspiel, was man wirklich ganz gut auch natürlich in den Urlaub mitnehmen kann. Bei so einer kleinen Packung bietet sich das einfach an. Aber ich finde nicht, dass es eins von den stärkeren Oink Games ist. Ich hatte jetzt nicht beim Spielen so, ja, das Aha-Gefühl, dass so von wegen, ah, das ist ja ein richtig cooles Spiel, ah, okay, ist ja richtig gewitzt und gewieft und ah, da haben sie sich das bei gedacht, okay, cool, das hatte ich tatsächlich nicht. Sowas hatte ich ja bei Scout. Scout ist ja auch von Oink Games, ja, und ich muss dann sagen, Souvenirs aus Venedig ist ein nettes Spiel, aber jetzt kein absolutes Highlight. Als nächstes möchte ich euch von Cosmoctopus erzählen. Ja, der Name ist schon relativ strange und das Spiel ist auch ein bisschen weird, sieht ein bisschen seltsam aus. Das Thema ist auch ein bisschen abgedreht, muss man sagen. Es geht bei Cosmoctopus darum, dass wir den Cosmoctopus anbeten. Es ist eine große Krakenfigur oder ein großer Kraken, der im Weltraum alles beherrscht und dem wir dazu verhelfen wollen, wieder irgendwie an die Macht zu kommen, durch seine Dimensionstor zu gelangen. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir diese Krakenarme sammeln und wenn wir genug Krakenarme gesammelt haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Also es ist quasi ein Race. Und das Ganze findet in so einem Raster statt, also es gibt, ja, es ist quasi so ein Raster statt, auf dem wir rumlaufen können. Da gibt es so unterschiedliche Plättchen und wir können dann immer von Plättchen zu Plättchen wandern und dort verschiedene Aktionen ausführen. Das meiste ist, wir bekommen irgendwelche Ressourcen oder wir können irgendwelche Ressourcen ausgeben. Und für diese Ressourcen, die wir da bekommen, können wir uns dann auf verschiedene Arten und Weisen oder auf verschiedenen Plättchen dann Karten kaufen. Es gibt eine Auslage von Karten und dort gibt es unterschiedliche Arten von Karten. Karten, die permanente Effekte geben, Karten, die Einmaleffekte geben. Und es gibt halt auch Karten, mit deren Hilfe wir diese, ja, diese Oktopusarme sammeln können. Also es ist wirklich, ja, es ist ein Ressourcenmanagement, ist nichts Kompliziertes dabei. Es geht ein bisschen darum, ja, dieses Raster möglichst schlau auszunutzen, von A nach B zu springen und dann sich im richtigen Moment die richtigen Ressourcen zu holen und im richtigen Moment die richtigen Karten zu schnappen, um dann möglichst schnell, ja, diese Oktopusarme zu bekommen, zu sammeln und das Spiel zu gewinnen. Und ja, ist relativ unaufgeregt. Ich hatte das schon auf der UK Games Expo mir erklären lassen, hatte mich damals noch gegen entschieden. Jetzt auf der Spiel Essen habe ich es mir gekauft. Und ja, es lebt irgendwie ein bisschen vom Thema. Es ist ein bisschen seltsames Artwork. Die Karten sehen alle so ein bisschen seltsam aus. So ein bisschen so dieses 90er
Horror-Style, Artwork, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Mir gefällt es aber vom Stil trotzdem ganz gut. Es ist sehr außergewöhnlich. Ich finde, es hat ein außergewöhnliches Thema, sieht außergewöhnlich aus, aber beim Spiel muss man einfach sagen, ja, es ist ein schönes Familienspiel. Also mehr ist es, glaube ich, nicht. Es ist ein bisschen so dieses, ja, wie kann man mit Ressourcen umgehen? Wie kann man irgendwie schnell diese Arme sammeln? Und ja, das war es im Grunde genommen. Also sehr unaufgeregt und ja, wird jetzt kein Dauerbrenner, wird dann wahrscheinlich auch irgendwann ausziehen, aber ich wollte euch auf jeden Fall mal davon berichten. Dann wird es jetzt etwas idyllisch, denn ich habe natürlich mir auch nicht entgehen lassen, mir Dorfromantik Sakura zuzulegen. Ich habe ein Rezensionsexemplar direkt von der Messe mitgenommen, der Nachfolger vom ersten Dorfromantik. Wir haben hier wieder die normale kooperative Variante, diesmal in einem asiatischen Setting. Und mir wurde versichert, als ich mir das ja habe erklären lassen, das kann man ja auch nicht so richtig, wenn man dann ziemlich doll gespoilert wird, dass Dorfromantik Sakura auch einige Neuheiten mitbringt, Neuheiten nicht, sondern einige Neuerungen mitbringt, die man so aus dem normalen Dorfromantik nicht kennt. Und wir haben jetzt ein paar Partien gespielt, wir sind noch lange nicht durch die Kampagne durch, aber wir haben schon ja, relativ viele Partien tatsächlich mittlerweile gespielt, haben auch schon viele Boxen geöffnet, vieles Material kennengelernt und man muss sagen, ja, es ist tatsächlich eine Mischung aus dem alten Dorfromantik, es sind sehr viele Sachen, die man kennt aus dem alten Dorfromantik vorhanden, aber es gibt immer punktuell wieder kleine neue Dinge, die man aus dem ja, alten Dorfromantik nicht kennt, die sich tatsächlich lohnen. Also da kann ich den Leuten schon zustimmen, die mir das damals erklärt haben. Es ist natürlich nichts Bahnbrechendes, also zumindest bisher nicht. Aber es macht dann doch genau das, was das alte Dorfromantik gemacht hat. Es bringt ein ja, schönes, entspanntes Spielgefühl rüber, bei dem man ja, ganz entspannt vor sich hinspielen kann, bei dem man aber auch ja, schon auch diskutieren kann, bei dem man ja, die Sachen vielleicht tatsächlich auch manchmal ein bisschen zerdenken kann, obwohl es dann im Endeffekt gar nicht so einen großen Ausschlag macht, wie man das Plättchen jetzt wohin legt, weil man natürlich auch die folgenden Plättchen nicht kennt. Und es ist natürlich immer ein gewisser Glücksfaktor dabei, wie die Plättchen auftauchen, in welcher Reihenfolge die Aufträge auch aufgedeckt werden. Aber ja, es ist wirklich sehr schön. Ich habe ein bisschen ja, mich umgehört und ab und zu kam immer mal so der Tenor mit, dass man vielleicht bei den neuen Landschaftsarten, das sind ja jetzt keine Graslandschaften mehr, sondern es sind jetzt so Reisfelder, dass man da vielleicht nicht so ganz gut erkennen kann, wo da die Grenze ist und wo nicht. Das mag vielleicht im ersten Moment so sein, also wo die Plättchen quasi aufhören, wo die einzelne Gebietart abgeschnitten ist. Aber ja, ich finde, es geht. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nach der zweiten Partie war es eigentlich klar, man guckt sich Plättchen einmal an und denkt so, aha, okay, alles klar, so sieht das neue Artwork jetzt aus und dann geht's los so. Da muss ich sagen, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es auch sehr schön. Ich finde es, ja, ich finde es irgendwie schöner als das erste Dorfromantik. Es ist natürlich ja, Geschmackssache, ob man dieses asiatische Setting oder dieses klassische Setting dann eher mag. Aber ja, für alle diejenigen, die quasi ja die erste Dorfromantik-Kampagne durchgezockt haben, denen kann ich auf jeden Fall das Dorfromantik Sakura auch ans Herz legen. Und für alle, die Dorfromantik noch gar nicht kennen, ja, sucht euch einfach ein Dorfromantik aus. Es ist wirklich ein tolles, kooperatives Spiel, bei dem man ja wirklich so ganz entspannt mit seinem Spielpartner, am besten spielt ihr das zu zweit, spielen kann, um da seine Stadt aufzubauen, um Aufträge zu erfüllen. Kann man einfach auch mal ein bisschen bei quatschen am Abend währenddessen. Das kann man auch so fast schon nebenher spielen, wenn man es nicht ganz so ernst nimmt. Tolles Ding auf jeden Fall. Das waren die ersten drei Spiele. Bevor es mit den nächsten drei weitergeht, möchte ich euch natürlich ganz kurz in eigener Sache daran erinnern, dass ihr diesen Kanal gerne abonnieren dürft. Ich würde mich sehr freuen über eure Unterstützung hier. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten Spielen. Dann kommen wir zu einem Expertenkracher, zu dem ich natürlich auch ein Einzelvideo schon draußen habe. Es geht um Minos Anbruch der Bronzezeit. Das Ganze ist der neue Expertentitel von Board and Dice. Ist natürlich kein Teespiel, wie man das irgendwie so kennt, sondern es ja, läutet quasi eine neue Board and Dice-Ära ein. Und ich war wirklich sehr gespannt darauf und ich muss sagen, wow, das Spiel hat es tatsächlich ziemlich in sich. Es gibt extremst viele ja, Dinge, die man bei dem Spiel beachten muss, die man bei seinen Zügen beachten muss. Es geht darum, dass wir ja im alten Griechenland sind. Wir wollen dort ja, eine Gesellschaft aufbauen. Wir wollen dort in der Welt Städte errichten. Wir wollen Mauern errichten, Handel treiben,
Pipapo, also so dieser Standard, wir wollen eine Zivilisation aufbauen. Es ist aber kein Zivilisationsspiel, sondern es ist ein hartes Eurogame. Das Ganze funktioniert mit so einem ziemlich coolen Würfelmechanismus, den ich schon in Crystal Palace extremst cool fand. Es geht nämlich so darum, wir haben ja Würfel, die werden geworfen am Anfang des Spiels. Bei Crystal Palace läuft es noch ein bisschen anders, aber hier ist es so, es wird ein gemeinsamer Pool von Würfeln gewürfelt und dann kann man immer in seinem Zug einen Würfel ziehen und diesen auf eine Aktion platzieren. Die Würfel haben unterschiedliche Farben und man zieht, ja, ich glaube, 4 oder 5 Würfel insgesamt. Und dann geht es aber darum, dass die Würfel, je nachdem welchen Wert sie hatten, unterschiedlich auf diesen Aktionsfeldern angeordnet werden und dass dann sozusagen auch die Reihenfolge, wie ihr eure Aktionen ausführt, dann in dieser Ausführphase bestimmt. Das heißt, die hohen Würfel, ja, deren Aktionen mache ich eher als die Aktionen von den niedrigen Würfeln oder wo ich die niedrigen Würfel draufgelegt habe. Und das ist tatsächlich, das muss man erstmal hinkriegen, sag ich mal. Das muss man halt beachten, während man am Anfang die Würfel zieht. Da muss man irgendwie schon im Kopf haben, in welcher Reihenfolge man eigentlich seine Aktionen später machen will. Das ist ziemlich knifflig. Und dann ist es noch so, dass wir hier auch immer noch eine bestimmte Würfelsumme pro Farbe erreichen wollen, weil wir dann auf einer der drei Leisten, die es unten noch gibt, hochschreiten oder voranschreiten, was auch relativ wichtig ist, um Einkommen zu generieren, um Boni zu generieren. Also da muss man dann auch immer noch drauf achten. Zusätzlich gibt es dann noch so eine graue Würfelfarbe, die quasi so eine Joker-Farbe ist, aber auch alleinstehend als keine Farbe gilt, also immer nur in Kombination mit anderen Farben. Das ist tatsächlich ziemlich happig. Und dann gibt es noch so viele andere Sachen zu beachten. Man muss wirklich haushalten mit seinem Geld. Es gibt so Karten, die man ausspielen kann, die extremst wichtig sind, bei denen es aber auch extremst wichtig ist, dass man diese Karten dann wieder aus seiner Auslage los wird und sie unter sein Board schiebt, weil sie dann immer permanente Effekte bringen. Und dann hat man halt irgendwann im Laufe des Spiels so viele Karten unter seinem Board und kann immer 1000 Sachen auslösen, wenn man irgendwo eine Aktion macht und kriegt irgendwelche Boni. Ja, das ist ganz schön viel tatsächlich. Es ist fast schon ein bisschen anstrengend, muss man sagen, dieses Spiel zu spielen. Es ist aber natürlich ein Expertenspiel. Was will man machen? Dann gibt es noch so einen Area-Control-Mechanismus, der eigentlich kein Area-Control ist. Beziehungsweise man kämpft halt nicht, sondern entweder besetzt man Gebiete oder ist irgendwo präsent oder man dominiert die Gebiete. Und dann gibt es noch so Zwischenwertungen und so. Es gibt noch Schiffe, es gibt Gebäude, die man bauen kann. Alles Mögliche. Also ja, wer da noch so ein Expertenspiel in der Antike quasi ja sucht, schaut auf jeden Fall mal bei dem Minos-Video bei mir vorbei. Dann erkläre ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher, wie mir das Spiel denn gefallen hat. Und eine Regelerklärung gibt es natürlich auch in dem Video. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, da ich sehe jetzt schon die Comments von wegen, du hast keine Ahnung, du musst das öfter spielen, das ist bestimmt anders und ja, ich muss sagen, es geht um Andromeda's Edge. Das Ding von Frosted Games, was jetzt erschienen ist, quasi der Nachfolger von Dwellings of Elder Vale. Es soll ja gestreamliner gewesen sein oder es soll ja gestreamlined worden. Da merke ich tatsächlich nichts von. Ja, wir haben es gespielt. Es wurde mir erklärt, ich habe es mitgespielt. Und ich muss es halt auch nicht nochmal spielen, muss ich sagen. Also es ist, glaube ich, ein Spiel, was man entweder irgendwie 10-mal spielen muss, immer mit den gleichen Leuten und nie mit irgendwie 9 Leuten, oder man spielt es halt einmal und lässt es dann. Das Ding ist unglaublich kompliziert und unglaublich verzahnt, unglaublich komplex. Es ist, ich würde gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es hat einfach nur überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen. Wir sind bei Andromeda's Edge im Gegensatz zu Dwellings of Elder Vale jetzt im Weltraum unterwegs. Wir können Planeten besuchen, wir können auf diesen Planeten Kolonieschiffe hinschicken, um dort ja solche Türme zu errichten oder Gebäude zu errichten. Also die Kolonieschiffe sind quasi die Dwellings aus Dwellings of Elder Vale. Und dann geht es im Grunde genommen geht es dabei eigentlich nur auf irgendwelchen Leisten hochzuklettern, durch irgendwelche Aktionen, die wir machen. Und außerdem wollen wir gefühlt jeden Zug irgendwie kämpfen. Und das, oh Gott, wenn wir wollen jeden Zug kämpfen oder müssen jeden Zug kämpfen, aber der Kampfmechanismus ist einfach scheiße. So, das dazu. Keine Ahnung, also ich finde es unglaublich kompliziert. Wir haben halt angefangen man muss irgendwie so viel machen in seinem Zug. Eigentlich besteht irgendwie der Zug nur daraus, dass ich ein Schiff irgendwie von meinem Tableau nehme, das sind quasi wie Worker, und diese auf einem Planeten platziere. Und dann
mache ich die Aktion, die auf dem Planeten zu sehen ist. Also das ist dann meistens irgendwie, ich nehme mir irgendwas, irgendeine Ressource, irgendein Token oder whatever. Und dann geht es aber los, nachdem diese ganz normale Worker Placement-Mechanik durch ist, muss man 100 Millionen Sachen beachten. Da muss man erstmal irgendwie beachten, sind da irgendwelche komischen Gegner in der Nähe? Es gibt so neutrale Gegner, irgendwelche Anomalien oder irgendwelche, ich weiß nicht, wie sie heißen, irgendwas Schlechtes ist das. Und dann muss man immer schauen, sind die in der Nähe und können die jetzt auf mein Feld kommen? Ja, dann können die irgendwie aufs Feld kommen, dann findet ein Kampf statt. Dann kann irgendwie noch jeder entscheiden, der irgendwie auch in der Nähe ist, ob er auch nochmal irgendwie mitkämpft, ob er seine Dinge auch nochmal, seine Raumschiffe und was er da alles hat, irgendwie damit reinzieht. Und dann fängt so ein Kampf an. Und der Kampf ist einfach so, man hat halt Würfel, eine Anzahl von Würfeln und es zählt aber nicht irgendwie eine Gesamtsumme oder so, sondern es zählt halt immer nur die höchste Zahl. Ich kann halt 3 Würfel haben, Würfel eine 1, 2, 3 und jemand hat einen Würfel, würfelt eine 4 und er hat den Kampf gewonnen. Das macht halt also es ist so frustrierend, das ist wirklich so frustrierend, es ist frustrierend. Das macht überhaupt keinen Sinn, man kann das kaum beeinflussen, das ist ein reines Lackfest, muss man sagen. Klar, Wahrscheinlichkeiten hin oder her, mit mehr Würfeln hat man höhere Wahrscheinlichkeit, bla bla bla, aber es ist trotzdem sehr frustrierend. Und dann kriegt man, wenn man einen Kampf gewonnen hat, geht man auf der Leiste nach oben. Dann kann man seine Kolonieschiffe irgendwie hinschicken, kann man ein Gebäude bauen. Wenn man irgendwo ein Gebäude baut, dann kommt man auf irgendeiner Leiste nach vorne. Und dann muss man noch 100 Millionen andere Sachen beachten, weil es gibt halt noch Karten, so Taktikkarten oder ja, das sind so Taktikkarten, die man irgendwie jederzeit ausspielen kann. Und die haben auch nochmal 100 Millionen verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und ich weiß auch nicht, irgendwann waren wir an dem Punkt, dass es uns wirklich zu lange gedauert hat. Ich habe da versucht, das Spiel zu beschleunigen und dann war aber immer noch so, ja nee, der nächste Spieler kann noch nicht irgendwas machen, weil der erste Spieler, der macht irgendwie noch stundenlang 1000 andere Dinge und es war schrecklich, es hat viel zu lange gedauert. Klar, wenn man das 2, 3, 4 Mal spielt, dann geht das flüssig, dann weiß jeder, was er machen muss und dann funktioniert das bestimmt auch ganz, ganz toll. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist so unglaublich kompliziert, es ist so kompliziert wie Twilight Imperium, ist aber nicht annähernd so cool wie Twilight Imperium. Nicht annähernd, ist natürlich auch überhaupt nicht vergleichbar damit, aber so kam es mir irgendwie vor. Ich spiele hier so ein ultra kompliziertes Ding, was überhaupt nicht kompliziert sein muss. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und in Rage, deswegen höre ich jetzt lieber auf. Also ihr habt, glaube ich, mitgekriegt, wie mein Ersteindruck von Andromeda's Edge war. Und es wird auch beim Ersteindruck bleiben, weil ich werde es einfach nicht mehr wieder spielen. Dann als nächstes kommen wir zu einem sehr interessanten Spiel. Es geht um Stevens. Stevens ist von The Game Builders. Ich habe mir ein rabattiertes Exemplar auf der Messe mitgenommen. Ich habe auch schon ein Einzelvideo dazu abgedreht mit einer Regelerklärung für euch, weil ich das doch sehr, ja, sehr interessant finde. Stevens ist ein Spiel, da geht es darum, dass wir William Stevens, heißt er, glaube ich, der Gute, ein Glasmagnat, ein englischer Industrieller, der nach Portugal gegangen ist, um dort eine Glasfabrik aufzubauen und quasi ein ganzes Industriezentrum aufzubauen, dem versuchen wir zu helfen. Wir sind dann quasi Glasmachermeister und ja, es ist ein Wirtschaftsspiel. Zumindest dachte ich am Anfang, es wäre so ein krasses Wirtschaftsspiel, wo ich irgendwie irgendwelche Fabriken managen muss und kaufen muss und hier und da. Aber das ist es gar nicht. Es ist tatsächlich doch ein relativ seichtes Einsteigerspiel für Kenner, was ich wirklich sehr begrüße, mit einer Mechanik, auf die es relativ stark runtergebrochen ist, die ich auch sehr cool finde, bei der ich mir teilweise aber noch nicht so ganz sicher bin, ob sie gebalanced ist oder nicht. Also es ist relativ schwierig zu sagen. Ich erkläre gleich mal, warum. Also, es geht darum, ja, dass wir halt da diese Stevens-Fabriken irgendwie bestücken. Also wir können, es gibt so quasi so ja, verschiedene Fabrikarten oder ja in der Größe und dort können wir dann neue Handwerker reinpacken, neue Handwerker schaffen und dann können wir auf unserem Board Sachen freischalten. Das heißt, ja, es gibt so Fabriken und dort legen wir dann nach und nach immer Karten an und dort sind auch unsere Marker und immer wenn jemand auf die Fabrik geht, dann kann er diese ganze Fabrikreihe aktivieren oder er kann sich noch Auftragskarten nehmen oder er kann sich so Investitionen nehmen. So, das ist quasi so die ganze Grundmechanik. Wir erweitern die Fabriken oder wir holen uns Aufträge und Investitionen. Dann ist es immer so, wir können uns von diesen Fabriken so kleine Glaswürfel nehmen. Das sind quasi Ressourcen, die wir benötigen, um die Aufträge zu erfüllen. Und sobald in dieser Stevens-Fabrik, in dieser Hauptfabrik, 2 solche Würfel
Vorräte leer sind, dann findet eine Ruhephase statt. Und diese Ruhephase ist tatsächlich relativ wichtig, denn in dieser Ruhephase wird bestimmt, wie viele Punkte man bekommt und auch wie weit das Spiel voranschreitet. Denn ja, nur eine bestimmte Anzahl von Ruhephasen können irgendwie durchlaufen werden und dann endet das Spiel. Und in dieser Ruhephase können wir außerdem unsere Investitionen, die wir getätigt haben, ausführen. Und diese Investitionen bestehen immer entweder daraus, dass man Punkte bekommt, wenn man sie ausführt, oder dass man Ressourcen in Form von diesen Glaswürfeln bekommt, die man aber nicht für sich bekommt, für seine eigenen Ressourcen, sondern mit denen man sich dann Boni holen kann in den Fabriken, die noch auf dem Spielbrett sind. Und in der nächsten Runde sind diese Glaswürfel, die man da drauf gepackt hat, dann für die Allgemeinheit verfügbar, dass man sich die dann nehmen kann aus den Fabriken. Das bedeutet aber, dass jemand, der volle Kanne auf die Investitionen geht, die nur Punkte bringen, halt jede Ruhephase Punkte bekommt, aber nie Würfel für die Allgemeinheit in diese Fabriken legt, aber trotzdem aus diesen Fabriken die Würfel nehmen kann, die die anderen aus der Allgemeinheit da reinlegen. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Und wir hatten tatsächlich bei der ersten Partie das Phänomen, dass derjenige, der sich nur auf diese Punktekarten beschränkt hat, das Spiel locker gewonnen hat. Wirklich locker. Es war nicht ansatzweise was zu machen. Er hat halt jede Ruhephase extremst viele Punkte bekommen. Wir haben uns immer abgemüht mit diesen Ressourcen und dann immer zu tauschen, um dann irgendwie uns aus den Fabriken Würfel zu nehmen, damit wir Aufträge erfüllen konnten. Aber er hat halt auch Aufträge erfüllt, weil er einfach unsere Würfel genommen hat, die in den Fabriken lagen. Ja. Bisschen seltsam. Also das ist tatsächlich so ein kleiner Schwachpunkt des Spiels, muss ich sagen, bei dem ich nicht ganz sicher bin, wie das Ganze am Ende dann ausgeht, ob man das verhindern kann, wenn man sieht, dass der auf Punkte geht, dass man dann irgendwie so spielen kann, dass er sich dann keine Würfel mehr nehmen kann. Keine Ahnung. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Spiel wirklich top. Es ist, wie gesagt, auf diese eine Mechanik runtergebrochen mit diesen Fabriken und diesem Aktivieren und so. Und ja, richtig cooles Teil. Und es ist auf jeden Fall viel einsteigerfreundlicher, als ich das gedacht hätte am Anfang. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem kleinen Deduktionsspiel. Ich hatte gehofft, dass Temple Code das Deduktionsspiel der Messe wird. Es ist bisher noch nicht an Bombusters vorbeigekommen, wobei Bombusters als kooperatives Deduktionsspiel die Messlatte ja auch extremst weit hochgelegt hat, muss ich sagen. Und bei Temple Code, ja, war ich tatsächlich fast schon ein bisschen enttäuscht. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist dann doch sehr bekannt, muss man sagen, einfach. Denn Temple Code ist nichts anderes als ein sehr kompetitives Mastermind. Ihr kennt das, Mastermind, da haben wir ja diese... Ich weiß nicht, ob die Älteren von euch das vielleicht noch kennen, mit diesem ganz alten Plastik, schwarzen Plastikding. Da hatte man so ein, oder es war braun, da hatte man so kleine schwarze und weiße Nupsis, die man so irgendwo so reinstecken konnte und so kleine Kugeln. Und dann hatte man so ein kleines, so einen kleinen, was ist das, so ein Sichtschutz, den man da so aufstellen konnte. Und es geht einfach darum, jemand hat eine Farbkombination gelegt von Kugeln und der andere gegenüber muss herausfinden, in welcher Kombination die Farben dort auftreten. Und dann kann man immer Kombination legen und der andere bekommt dann Hinweis, wie viele von den Kugeln an der richtigen Stelle, in der richtigen Farbe waren und bei welchen Kugeln die Farbe zwar richtig waren, sie waren aber an der falschen Stelle. Und genauso ist das bei Temple Code auch. Wir haben eine Karte, da sind so Symbol-Farben-Kombinationen drauf und die wollen wir erraten. Und dann können wir uns immer Karten von den Gegnern nehmen, bei denen wir wissen, okay, da sind die und die Symbole irgendwie, werden da verwurstet in der Kombination. Dann halten wir das so an und dann sehen wir, ah, okay, einer war genau richtig, zwei waren irgendwie noch an der falschen Stelle und that's it. Das ist quasi der ganze Spuk und dann geht es einfach darum, dass der Spieler, der zwei von seinen Karten als erster gelöst hat, man zieht halt immer von den anderen und deswegen ist das ein bisschen kompetitiv, ein bisschen steuerbar, der hat dann gewonnen. Ja, also ich finde es ganz cool, weil es halt diese Karten hat und jede Karte ja im Grunde genommen Bezug auf jede andere Karte nehmen muss mit so einer kleinen Leiste. Also man hält die Karten so übereinander und dann kann man zwischen diesen Karten ist dann so eine Leiste mit so einem Pfeil, die einem dann quasi ja, diesen Hinweis gibt. Ja, aber das ist es. Mehr ist es nicht. Es sind ein paar Karten und so ein paar, so zwei so Ständer und dann geht es im Mastermind-Style darum, diese Kombination zu deduzieren. Das war's mit dem Gespielt-Video für heute. Ich hoffe, das eine oder andere Spiel hat euch neugierig gemacht auf mehr. Zu den guten Spielen mache ich auch immer wieder Einzelvideos und Regelerklärungen. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein, falls euch ja ein paar mehr Details fehlen, falls ihr auch eine Regelerklärung benötigt. Das kann auf jeden Fall ganz interessant sein.
Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gern einen Daumen nach oben da. Macht auf jeden Fall auch das Abo klar und macht die Glocke an, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Damit könnt ihr mich und meinen Kanal hier kostenlos unterstützen und das motiviert mich natürlich ungemein, wenn wir hier zusammen diesen Kanal wachsen lassen. Wir steuern ja so langsam auf die 3000 Abonnenten zu, da freue ich mich schon mega drauf. Vielleicht klappt das ja noch dieses Jahr, mal sehen. Es wird auf jeden Fall eng, aber ja, mit eurer Hilfe werden wir das auf jeden Fall schaffen. Und ansonsten, wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video schauen möchtet, habe ich hier zwei Vorschläge hier oben und hier unten. Schaut einfach mal, falls ihr ja eins der Videos noch nicht kennt, klickt einfach drauf. Und ansonsten stöbert auch gerne auf meinem Kanal. Ich habe so viele andere Brettspielvideos noch, da werdet ihr sicherlich fündig. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.